Nein, warte mal kurz, geh weg. Okay, na, sagt überall das Gleiche. Krass. Erster Leute 14. Dorin. Entschuldigung, dass ich jetzt gehen muss. Ja, ich möchte hier nicht mehr. Tschüss. Krass, okay, so ein scheiß Gedankenkack haben die uns jetzt hier dran geknallt. Und die Kamera mal wieder, na, hallo. Wahnsinn, also ich finde, das sieht richtig cool eigentlich aus, ne? Und es ist auch bis jetzt echt cool gemacht und ich bin ein bisschen gefesselt von der Story, beziehungsweise, wir wissen ja jetzt noch nicht so viel von der Story, aber man, also ich will wissen, wie es... Ach, guck mal, das ist so ein Ding. Warte mal, kann ich hier den Typ scannen? Nee, ne? Aber konnte ich das nicht gerade so ranholen? Ah, okay. Keine Beweise gefunden. 6.54 Uhr, 22. Juni 2015. Ah, und am 21. Juni kam es glaube ich raus. Okay, Wahnsinn. Guck mal, ich kann die auch lesen. Anstalt! Ach du Scheiße, wir sind in einer Anstalt. Ja, okay, nach dem Typ hätte ich das jetzt auch gedacht, aber... Leonard Shelby, unbekannt, unbekanntreich. Behandlungscode noch nicht erstellt. Besondere Bemerkung zur Behandlung. Konstante Überwachung nötig. Morbide Gedanken und Neigung zum Selbstmord. Patient weist daher ein hohes Selbstgefährdungspotenzial auf. Tag der Aufnahme, 12.06.97. Allgemeine Bemerkung. Der Patient leidet unter dissoziative Amnesie. Gott, lesen kann. Er zeigt ein falsches Verständnis seines Ichs, seiner persönlichen Vergangenheit und Weltsicht. Der Patient behauptet, kürzlich ein Trauma erlitten zu haben, kann sich aber nicht an Details, meine Güte, an Details erinnern. Das steht doch so da, liest doch vor. Wenn er die Möglichkeit erhält, streift der Patient häufig ohne erkennbares Ziel durch die Anstalt. Auf die Frage nach seinem Ziel antwortet der Patient mit hier und lässt sich am selben Ort nieder, wo er angehalten wurde. Fallinformation. Patient erschien selbstständig auf der Polizeistation von Whitehall in unberechenbarem Zustand. Bei einer Befragung fragte der Patient ausschließlich nach Catherine, seiner Frau. Bei späterer Befragung zeigte der Patient keine Erinnerung an besagte Catherine. Übrigens finde ich den Namen sehr, sehr schön. Ein späterer Selbstmordversuch ist in der Polizeiverwahrung, führte zur Verlegung in unserer Einrichtung. Mensch, lesen lernen. Ich kann eigentlich lesen. Theoretisch kann ich lesen, ne? Man muss bloß wollen. Aber ich weiß nicht, manchmal ist es so. Gibt es da hier auch eine andere? Guck mal hier, der Typ hier, ne? Genau, Anstalt. Geburtsdatum 11.12.69. Walt Kaufmann. Kaufmann, nennen wir es Walt. Noch nicht festgelegt. Keine konstante Überwachung nötig. Tag der Aufnahme 16.11.97. Hä? Tag der Aufnahme 1997 und 2015 haben wir jetzt. Das steht auf unserem schlauen Handy. Ganz schön lange. Der Patient leidet unter Angststörungen und womöglich einer depressiven Erkrankung. Nach außen hin verhält er sich bei Entscheidungen von Dritten ruhig. Bei Aufforderungen zu eigenen Entscheidungen tritt jedoch Aufregung vor. Von Natur aus eher zurückhaltend und passiv, wird aber ängstlich und streitlustig, wenn für längere Zeit allein gelassen. Fallinformation. Patient wurde eingewiesen, nachdem er schreiend und weinend in einem lokalen Supermarkt aufgefunden wurde. Dem Polizeibericht zufolge hat der Patient folgendes
vor sich hingeflüstert. Sie sind bereits hier und wissen, was ich getan habe. Gott steh mir bei. Nach einer kurzen Untersuchung wurde der Patient in unsere Einrichtung gebracht und ruhig gestellt. Ein kurzer darauf folgendes psychiatrisches Gespräch ergab, dass der Patient stark verankerte Gedanken über morbide Themen wie Tod und Mord hat. Der Patient des Gesprächs reagiert allerdings kaum auf gestellte Fragen. Ja, das nenne ich doch mal einen Top-Patient. So, wo gibt es noch mehr News? Guck mal, hier sind es abgerissen. Lalala, der Johnny, 9.11.56, Alter 40, Behandlungscode, alles noch nicht festgelegt. Tag der Aufnahme, 10.10.96, allgemeine Behandlung. Ja, Lehre der evangelischen Literatur, ja, nach einem Aufenthalt erstes Symptome des Glühwarm-Syndroms auf, keine Ahnung, Fallinformationen. Vor 2 Wochen wurde der Patient bei einem Autounfall verletzt. Als er zu Bewusstsein kam, zeigte er merkwürdige Symptome auf. Er hat seine Familie und Freunde nicht wiedererkannt, war ungewöhnlich ruhig, fast apathisch. Und hat ständig versucht, sich verschiedene Gegenstände in den Mund zu stecken. Zum Beispiel sein Notizblock, leerer Papierbecher. Nach der Diagnose wurde der Patient in unsere Einrichtung gebracht und die Behandlung mit Carmazepin wurde eingeleitet. Mensch, ich lese nichts mehr vor. Ich kann nicht mehr lesen. Das Schlimmste ist, ich lese, ne? Und habe aber irgendwie, warum auch immer, 2 Wörter übersprungen. Und dann ergibt für mich das, der Satz keinen Sinn, weil eben dort das und oder zum fehlt. Und dann komme ich durcheinander. So. Okay. Also, wir haben hier Patienten. 3 Patienten sozusagen. Bipolare Störung. Schwere Depression. Alkoholhalluzinose. Meine Güte. Oh, meine Piercing. Na, oh. Okay, also wir einigen uns drauf, dass ich nicht mehr vorlese, weil das einfach unschön klingt. Wisst ihr, was das manchmal ist, ne? Ach Gott, ey. Ich habe jetzt auch so ein Ding anscheinend drauf. Also tun die mir anscheinend jetzt nichts. Also beziehungsweise die greifen mich jetzt nicht an, oder? Muss ich jetzt die Pfleger abknallen? So. Oh mein Gott, ich wollte eigentlich bloß mal hier reinschnuppern. Wir nehmen schon wieder 52 Minuten auf. Okay, so weiter geht die wilde Fahrt. Hey, ja, Friend. Over here. You got out. How did you get out? Hallo, ja, ich... Ja? Just hang on. What's going on here? Where are we? You've got to help me. The switch there, it opens this door. You have to help me. Muss ich das jetzt tun? Oh, ich kann es nicht ändern. Geht nicht. Steht das jetzt bei meinen Zielen da? Nö, steht bloß die Anzahl der Kunden da. Na gut. Achso. Oh, thank you. You won't regret this. You won't regret this at all. Okay, wir sollen nicht vergessen, dass unsere Handlung Konsequenzen hat. Also, ja, aber im Endeffekt, die sind ja hier alle gefangen, weißt du? Und ich weiß, dass sie nie ganz dicht sind, aber trotzdem sind sie ja Menschen und, oh Gott. Ja, also ihr könnt jetzt gerne auf Stopp drücken. Ich lese mir das jetzt hier, ich lese euch das jetzt nicht vor, da es höchstwahrscheinlich, ich bin nicht so der Lese anscheinend heute. Herzzeit und Gleich, die Schreckensanstalt.
Ja, genau, die Anstalt wurde 1962 erbaut, Insassen. Spitzenmitte der 80er waren es über 2000. 15 Jahre später musste die Einrichtung geschlossen werden, nachdem es wiederholt Beschuldigungen von Ex-Patienten und eine Reihe von Zeitungsartikeln über schockierende. Ach, gibt. Krabbelt mir gleich mein Auge. Genau, bla 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 gegeben hat. Weg, einen Patienten zu heilen, folglich die Entfernung solcher Infektionen ist. Richten zufolge zog er Patienten Zähne und vor, wenn ihm die Behandlung nicht erfolgreich schien, mit der Entfernung weitere Körperteile wie Hoden, Uterus, Eierstöcke und Magen fort. Bitte was? Ja, behauptet damit Heilungsrate von 90% zu erreichen. In Wirklichkeit starben viele Patienten, was Benway als ultimative Heilung bezeichnete. Benway und seine Methoden gaben der Leadwurst-Anstalt schließlich ihren Spitznamen, die Klinik der verlorenen Zähne. Alter, du musst dir das mal vorstellen, wie fertig ein Mensch sein muss, um hier, also ich sag mal, Alter, von wann? Von 2010? Scheiße, ich wollte jetzt eigentlich gerade sagen, so von 1900, ne? Keine Ahnung, oder noch weiter vorher. Aber, also eher weiter früher, aber ich sag mal, wie fertig muss ein Mensch sein, um anderen Menschen irgendwie was anzutun? Ich meine, es gibt heute noch irgendwelche behinderten Kackbratzen, die meinen, irgendwie Leuten was antun zu müssen. Aber, Hoden? Uterus? Eierstöcke? Magen? Alter, was stimmt nicht mit den Leuten? Was stimmt nicht mit den Leuten? Okay. I told you to ignore them, Mr. Black. If the treatment is to succeed, I need your cooperation. Yeah, sure. Keine Ahnung, ne? Ich werde aber den Leuten ja trotzdem helfen, wenn die Hilfe brauchen. Ja, 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 gab den Patienten, genau, aha, Theorie, möglicherweise unvollkommen war. Die Ergebnisse der Therapie von Dr. Elliot Baker überzeugten ihn aber davon, krank sein könnte. Es ist entschieden, dass der Patient nackt ist. Wo er LSD-Dosen einnimmt und mindestens 2 Wochen in Einzelverwahrung verbringt, sagte Benway. Erwartungsgemäß verschlimmerte sich der Zustand der Patienten nach einer solchen Behandlung nur noch weiter. Zu den extremen Fällen gehören der Fall von schizophrenen Patient Richard Pickman, der seine Augen entfernte und aß, und der Selbstmord von Ronald Opus durch Autostrangulationen. Meine Güte. Also das eher eine Zweck, bitte, ne? Das war jetzt einfach bloß, weil ich jetzt so... Ihr wisst schon. Ich habe nie einen Fehler begangen, sagte Dr. Benway in Bezug auf die Anschuldigungen seiner Patienten. 1999 schlossen sich die Türen der Anstalt für immer. Viele Anwohner und ehemalige Patienten hoffen auf einen Abriss. Doch bisher steht das Gebäude leer. 2003 diente es als Drehort für den Low-Budget-Horrorfilm The Final Session. Aha. Budget. Penelope Budget. Ihr versteht? The Final Session. Okay, na gut. Das Witzige ist immer, wenn ich ja so schnell für mich das Buch lese, lese ich auch manchmal die englischen Wörter einfach so, zum Beispiel wie ja, keine Ahnung, wie gerade eben halt, ne? Aber das Witzige ist, hier passiert ja irgendwie nichts, ne? Wir sind, ach, guck mal, ein neuer Fall. Finde ich interessant, sowas. Um wen geht's denn? Hä? Stand hier niemand der Name mit dabei?
hier. Ah, okay, dann habe ich das voll überlesen. Ich habe noch so für mich so, ne, das Nummer, Name, Adresse, Geburtsdatum und dachte mir gerade für mich, hey, der Name muss irgendwo stehen. Oh Gott, ich bin so dumm manchmal. Besondere Bemerkung zur Behandlung. Tag der Aufnahme, 14.10.96. Allgemeine Bemerkungen. Patient arbeitete als Hausmeister. Nach einem psychischen Zusammenbruch wurde er ein selbsternannter Kultführer. Fallinformation nichts. Okay. Das? Nee, das war zumindest nicht der, den ich freigelassen habe. Okay, Wahnsinn. Das war jetzt eher so eine Kurzschlussreaktion. Ich wusste jetzt nicht, hä, soll ich den jetzt abknallen? Hat er jetzt den anderen angegauzt? Aber nun gut. Wer es auf die Tour spüren möchte, beziehungsweise lernen möchte, bekommt es halt auf diese Tour. Geht jetzt schon wieder ab. Although your memory has been affected, your twitch response remains intact. Pure muscle memory. Fascinating. What is this? Place is filled with runaways, criminals, ex-military. Who the fuck am I? And why the fuck am I armed? I understand your curiosity, but there will be time for questions later, Mr. Black. Please proceed. Ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Das ist krass, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, dass der einfach bloß nicht weiß, was passiert ist. Aber der weiß nicht mal mehr, wer er ist. Das ist krass. Warte mal, nehme ich noch auf alles? Alles safe? Ja, wunderbar. Ah, John. Mhm. Besondere Behandlungscode. Muss jederzeit medizinisch versorgt werden. Besondere Bemerkung zur Behandlung. Konstante Überwachung nötig. Einzelzimmer empfohlen. Tag der Aufnahme 9.10.98. Der Patient leidet unter schwerem Gedächtnisverlust, was es ihm nicht ermöglicht, zwischen Fantasie und Realität zu unterscheiden. Er berichtet von vielen visuellen als auch akustischen Halluzinationen, die mit häufigen außerkörperlichen Erfahrungen verbunden sind. Laut eigener Aussage hat ihn eine... Was? Hat ihn eine unidentifizierbare Organisation entführt und soll versucht haben, seine Erinnerungen zu löschen, was ihr laut dem Patienten nicht gelang. Fallinformation. Der Patient wurde nahe dem Bond Green Naturlehrfort ziellos um... Ach, nahe dem. Ah, okay. Um... Ja, hier rennt und... Hi, nur mal herrennt und nur mit blutverschmierter Unterwäsche bekleidet aufgefunden. Er fiel zwei Polizisten an, die an dem Ort die an den Ort geschickt wurde, um nähere Untersuchungen vorzunehmen und wurde schließlich von ihnen verhaftet. Nach der Festnahme begann der Patient zu schreien. Ihr könnt nicht mal die Käfig in unseren Köpfen sehen. Meine Güte, während der Transport wurde weitere an die Polizei gerichtete Beleidigungen wie blinde Idioten oder arme Handlanger aufgenommen. So. Okay, das war jetzt wirklich eine sehr, sehr peinliche Situation. Weil ich weiß nicht, gerade wie mit dem Umherirren oder was ich gerade gelesen habe. Oh Gott, nein, das ist ja peinlich. Nee, na, ich lasse das lieber mal. Wie gesagt, ich weiß nicht, was das so für Konsequenzen für mich haben wird. Aber... Always searching. You truly are the diligent detective, Mr. Black.
An admirable quality that will come in quite useful. As we prepare for our first little trip. The more external stimuli you engage with while wearing the Pandora unit, the more effective your synaptic recall will be. Please, continue. Krass. Okay, wir gehen erstmal hoch. Was oben wahrscheinlich eh nicht weitergeht. Okay, gut, dann gehen wir halt jetzt nach unten. Krass. So, wir schauen uns hier bloß mal kurz um. Ich muss nämlich gerade überst dringend pinkeln. Ah, the Pandora is reacting. Keep your eyes locked and focused. Slow, even breaths. Patience. Nein, ich wollte bloß eine kurze Pause machen. Focus. It will take the memory unit a moment to calibrate. Okay, warte mal, kann ich hier kurz auf... Okay. Okay, speichern können wir nicht, es macht alles automatisch. In diesem Sinne, wir sehen uns sofort wieder. Ich muss bloß mal ganz schnell auf die Toilette. Und ja, also ich denke mal, das wird jetzt vielleicht gleich an die Folge rankommen. Keine Ahnung, mal sehen. Ja, wenn nicht, bis gleich. Bis gleich oder bis morgen oder bis übermorgen oder bis die Tage. Wir sehen uns. Ja. Und ich kann vielleicht nach dem Pullern besser lesen. So, da wird es sein. Hoffentlich.